Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 18. Wir starten in die Euro-Phase, weil wir jetzt ja langsam in die heiße Phase gehen. 17 Tage noch und 12 Stunden trennen uns vom ersten Spiel bei der Euro. Und in der Zwischenzeit müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir haben noch zwei Testspiele, Deutschland-Mexiko. Bei Milan wird sich noch entscheiden, hoffentlich diese Folge, ob wir vielleicht noch wechseln oder nicht. Eigentlich ist dann nur die Frage erstmal, ob Real Madrid uns haben möchte oder halt nicht, weil die müssen Allegri zünden, ansonsten wird das nichts. Es gibt wahrscheinlich nur drei Vereine aktuell, die wir nehmen würden. Und bei zwei von denen ist der Trainer halt sicher. Und ich glaube irgendwie nicht dran, dass Real Madrid bei uns anfragen wird. Aber ich hätte sehr Bock drauf. Aber wir müssen abwarten, ne? Momentan sind nur Dortmund, Watford und Genua frei. Wobei eigentlich ein bisschen mehr, oder? Zeig mal her. Das sind noch alle Nationen, please. Okay, es sind wohl fast alle dabei gewesen. Nee, doch nicht. So. Ja, gut, aber das ist dann halt auch wieder nichts, ne? Das ist halt nicht besser als Milan aktuell. Von daher brauchst du da gar nicht lange zu überlegen. Bei Bayern ist Jardine noch unsicher, aber City wäre natürlich sau interessant. City würde ich hingehen auch noch, glaube ich, wegen dem Geld, aber am liebsten hätte ich Real Madrid sehr unsicher. Die nächste Stufe wäre Stuhl wackelt und danach ist man meistens eigentlich gezündet. Ich würde eigentlich auch gerne bei City Interesse bekunden, aber ich glaube, das würde nicht so viel Sinn machen, weil dann Real Madrid vielleicht denkt, dass man 5 Tage zum Glück nur bei Carlos Soler, weil Real Madrid dann vielleicht denkt, dass man gar nicht erst anfragen muss, wenn der Trainer schon Interesse bekundet bei City. Das können wir immer noch machen, aber jetzt würde ich sagen, warten wir erstmal bei Real Madrid ab, was da kommt. Ich denke mal, wir werden jetzt demnächst mal eine Entscheidung bekommen, ob die dann halt sagen, Vorstellungsgespräch ja, oder ob die sagen, nee, kein Bock auf dich, hau ab. Wird sich dann zeigen, also ich gehe davon stark aus, dass sie keinen Bock auf uns haben, aber lasse mich gerne überraschen. Vlahovic möchte einen besseren Vertrag haben. Mango, red mal bitte mit Vlahovic, weil ich möchte ihn eh verkaufen. Konnte die Unzufriedenheit nicht lösen. Zünde mal deinen Berater. Och, er hat's angenommen. Also Vlahovic ist ganz... Ach sowas? Er möchte trotzdem noch einen besseren Vertrag haben? Wow. Hatte ich aber auch selten. Ja. Man kann sich's momentan nicht leisten. Gut, sehr schön. Er wird halt, wie gesagt, verkauft, wenn wir bei Milan bleiben. Im Sturm ist momentan Andrea Romano und Di Marta eingeplant. Sonst Di Giovanni noch. Aber da muss ich gucken, ob der nicht vielleicht auf rechts besser aufgehoben ist. Den habe ich in den Sturm gepackt, aber ich glaube, auf rechts wäre er besser. Wobei wir mittlerweile dann echt viel für die Außen haben und gar nicht so viel einsetzen. Ja, schwer zu sagen. Aber wir kümmern uns nach der Euro drum, würde ich sagen. Momentan scoute ich noch ein bisschen, damit wir bei allen 100% Kenntnisse haben. Nations League ist, glaube ich, unwichtig für uns. Ich würde mal sagen, wir machen es einfach so. Spanien, Schweden, Kroatien in Gruppe 1. Weil nach der Euro gehen wir. Das ist ja so oder so schon lange klar bei uns. Was gibt's hier so Neues? Aha, absolut gar nichts Interessantes. Citizen, Romano und Gelassi sollten ein bisschen besser trainieren, aber die haben jetzt eh erstmal Pause. Von daher müssen wir es ihnen jetzt aktuell nicht sagen, finde ich. Gegen Deutschland? Ich hätte eigentlich gerne erst gegen Mexiko gespielt, ne, dann gegen Deutschland, aber es ist eigentlich auch nicht so schlimm. Gegen Deutschland gehe ich es halt so an, als ob es wirklich ein Halbfinale, Finale oder so wäre. Und gegen Mexiko würde ich sagen, guck mal, als wäre es ein Gruppenspiel. Das ist, glaube ich, ganz nice. Mainz, der Trainer von Mainz hat hingeschmissen, okay. Ist er woanders jetzt? Nö, er hat einfach seinen Vertrag beendet. Auch interessant. Und auch der Hoffenheim-Trainer tritt zurück. Juan Giovanni ist im Visier von Tottenham. Den werde ich nicht abgeben, wenn wir bei Milan bleiben, weil er einfach mein bester Spieler ist. Da gibt es halt absolut gar keinen Grund, warum man da ansatzweise drüber nachdenken sollte. Ich werde aber sowohl gegen Deutschland als auch gegen Mexiko mit der Fünferkette spielen, einfach nur, weil das halt unsere Stammformation sein soll. In der Rückrunde jetzt bei
Milan war das auch eher mit dem 4 zu 1 so, weil unsere Stimme halt nicht damit klarkam. Wir können unsere Stimme abgeben für den Trainer der Saison. Kann ich mich selbst voten? Nein, kann ich nicht. Wir waren stark. Ganz ehrlich, eigentlich muss man Spal nehmen, ne? Die waren halt so krass. Das ist Stefano Pioli. Mit dem Kader halt so stark spielen, dass da gibt's keinen anderen Vote eigentlich. Da kommt's dann auch nicht drauf an, wer gegen uns stark gespielt hat. Ich hätte Napoli sonst vielleicht auch genommen, aber alleine, weil man halt mit der schwachen Mannschaft so ein krasses Ergebnis reinholt, muss man halt Trainer des Jahres werden. Also ich werde in beiden Testspielen 5-2-3 spielen, weil es halt unsere Stammformation ist und gegen andere Gegner in der Serie A habe ich halt 4-1 gespielt, weil unsere Stürmer mit Di Marto und Vlahovic meiner Meinung nach nicht damit klarkamen. Pioli ist auch wirklich Trainer des Jahres geworden, völlig verdient, finde ich. Berrettini ist wieder fit. Das soll sich dann aber bei Milan, sollten wir halt bleiben, definitiv ändern. Da möchte ich ganz gerne ach, guck mal, De Gea steht vor seinem 100. Spiel. Schön für ihn. Da möchte ich dann gerne wieder nächstes Jahr 5-1 spielen, wenn wir bei Milan bleiben, einfach nur, weil es halt meine Lieblingsformation ist dieses Jahr und ich die Spielertypen dafür eh gekauft habe. Das einzige Problem wirklich daran war ja, dass die Verteidigung vielleicht ein bisschen gepennt hat ab und zu und dass die Stürmer halt überhaupt nicht klarkamen. Also einzeln haben die gut gespielt, Di Marta deutlich besser als Vlahovic, aber zusammen ging irgendwie gar nichts. Wetterbericht, geil. Kriegen wir einen Wetterbericht für dieses Testspiel? Verletzungssorgen für die U21 interessieren uns nicht. Wir spielen im Stadion von Sevilla, glaube ich. Das waren übrigens unsere Leihspieler dieses Jahr. Also Adessa hat 35 Spiele gemacht. Plizzari hat 39 Spiele gemacht. Leider nur eine 6,9 Note. Also Marktwert dürfte nicht so extrem hochgegangen sein. 6 Millionen, ja. Ich glaube, als wir ihn abgegeben haben, waren es knapp 4,5. Und Sidibé T 34 Spiele, 2 Tore nur bei Parma. 5,75 Marktwert. Ich möchte ein Angebot von Real Madrid bitte haben. Aber wie so oft, ne? Je länger jetzt die Zeit voranschreitet, desto unwahrscheinlicher wird es eigentlich, meiner Meinung nach. José Díaz hat sich verletzt. 5 bis 8 Tage ist nicht so schlimm, jetzt wo eh gerade Saisonpause ist. Kann ich eigentlich, warum kann ich das Training bei Milan eigentlich einstellen? Ich würde es gerne bei Spanien einstellen. Das ist alles ein bisschen flach. Ich hätte gedacht, als Nationalmannschaftstrainer kannst du ein bisschen mehr machen. Gerade wenn es in die heiße Phase geht. Wir sind das einzige Testspiel, welches heute ansteht. So, was wird unser Co. machen? Co. würde so aufstellen. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Mere geht auf jeden Fall nach rechts. Ich möchte Nacho in der Mitte sehen. Odriozola passt. Soler, Saul nicht. Da würde ich gerne heute Koke sehen. Asensio auf der 10. Ja, Aguirre Carrillo um. Im Sturm. Ich glaube, ich möchte lieber erstmal Moreno Aguirre sehen, weil Moreno war bisher immer stark in meinem System. Und Aguirre ist halt der Top-Top-Junge momentan gewesen, ne, bei Bilbao. So können wir das machen. Ah, ich werde mal die Position tauschen, weil Aguirre kann nur mit links und ich glaube, ein Linksfuß auf der rechten Stürmerseite gefällt mir besser als ein Linksfuß auf links, auch wenn wir jetzt gerade einen haben. Aber Moreno kann ein bisschen mehr mit rechts als Aguirre. Gut. Dann schauen wir uns das mal an, wie es läuft gegen Deutschland in der ersten Generalprobe. Deutschland spielt im 4-4-2 mit Ter Stegen im Tor, Yannick Gerhardt, Baumgartl, Süle, Henrichs, dann haben wir Brandt, Havertz, Kimmich, Batista, Meier. Vorne, ach, guck mal, Peter Juric. Ich liebe dich, komm please zu mir. 98 Millionen, ich muss ihn halt kaufen, ne? Ich muss ihn halt kaufen. Real Madrid soll mich holen? Ich kauf den. Ich kauf den halt, ne? Das wird mein teuerster Transfer aller Zeiten werden. Aber ich kauf den. Was ein Gott, ne? Ich liebe ihn. Er hat noch nie für mich gespielt, aber ich möchte ihn einfach haben. Und Timo Werner.
Leno, Paslak, Sané, Volland, Arnold, Ochs, Müller, Tah, Kroos, Emre Can, Hummels und Horn auf der Bank. Also bis auf Peter Juric, alles noch echte Spieler. Das ist auch sehr interessant. Ich meine, wir sind nur 2024, ne? Das ist jetzt nicht so der Riesensprung. Aber wir zum Beispiel haben ja schon ein bisschen mehr, ne? Wir haben jetzt eins, zwei in der Startelf zumindest. Dann haben wir Carrillo, Molinero. Ja, also wir haben vier insgesamt. Und es könnten auch deutlich mehr sein. Naja. Jungs, das ist halt eine richtig gute Chance zu zeigen, dass ihr halt bereit seid für die Euro, dass ihr bereit seid, den Titel zu gewinnen. Wir spielen gegen Deutschland, wir spielen in Rot von rechts nach links. Und ich bin gespannt, was Deutschland so macht mit dem FIFA 2. Trainer bei Deutschland ist übrigens Roger Schmidt. Und wir wollen ein gutes Spiel von unseren Jungs sehen. Ich würde behaupten, so ein 4-4-2 ist sehr stark gegen unsere Taktik, weil man einfach gut hinten stehen kann und trotzdem genug auch nach vorne machen kann. Da ist Peter Juric auf der rechten Seite, hat er viel Platz. Die Flanke ist eigentlich nicht gut. Werner kriegt ihn trotzdem. Der Ball ist im Tor. Ist einfach durchs Netz geflutscht. Aber zählt zum Glück nicht. Wir sind ja nicht bei Leverkusen. Da müssen wir generell sehr aufpassen. Also stur, die Taktik möchte ich nicht spielen bei der Euro. Ich möchte viel Augenmerk drauf legen, was die Gegner halt machen, was die spielen, was die vorher gespielt haben, wo die Stärken liegen. Weil es ist nun mal jetzt wirklich ein kompletter K.O.-Modus, ne? Es gibt jetzt auch kein Hin- und Rückspiel. Logischerweise. Ich meine, ihr kennt's ja alle. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich euch den Wettbewerb erklären muss. Oh, das ist ein schöner Ball von Brandt auf Werner. Schön vorbeigelegt und dann Koke geklärt. Weil wenn ich jetzt hier einen Fehler mache, ne, oder irgendwie zu nachlässig bin, dann sind wir höchstwahrscheinlich draußen. Und das will ich nicht. In der Euroleague kannst du immer mal wieder ein Ergebnis gut machen. Agide, das war ein super Ball und er schießt leider direkt auf Ter Stegen. In der Liga kannst du es meistens noch gut machen. Da brauchst du eher die Konstanz. Aber in einem K.O.-Spiel, bei der WM oder EM, da müssen wir schon richtig aufpassen. Die Tests hier sind noch nicht so tragisch, ne? Also wir gucken, ob sich irgendjemand richtig empfiehlt, ob einer extrem in Form ist, ob einer richtig schwächelt. Aber sonst ist das jetzt erstmal, um nochmal kurz reinzukommen, die Taktik halt zu verinnerlichen. Und dann wird das schon. So, die erste Halbzeit ist jetzt vorbei. 7 zu 7 Schüsse, 3 zu 1 aufs Tor. Ballbesitz ausgeglichen. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben auch noch nicht wirklich viele Chancen gesehen. Agira hatte die beste, definitiv. Hat dann leider Testing ja, direkt angeschossen. Wir müssen halt unsere Chancen besser nutzen. Ich möchte das mal probieren, indem wir jetzt Moreno und Agide tauschen. Und was passiert, wenn wir Odriozola und Grimaldo auf Unterstützen anstatt Angreifen machen? Ob wir dann ein bisschen besser stehen hinten? Idee wäre dann, Koke vielleicht etwas offensiver zu machen. Das lasse ich jetzt aber, weil ich erstmal kurz gucken möchte, wie das läuft. Unsere Außenverteidiger waren direkt auf der Mittellinie in der ersten Halbzeit. So, Teamansprache haben wir gemacht. Taktik haben wir ein bisschen geändert. Auf geht's in Halbzeit 2. Wobei das hier auch nicht so viel Sinn macht, muss ich gleich sagen, weil Deutschland hat jetzt halt zwei Sechser und zwei Innenverteidiger, logischerweise. Wir haben dann auf den Außen auch jeweils zwei Gegenspieler. Mit auf der einen Seite Hendricks und Batista Meier, auf der linken dann Brandt und Gerhard. Emre Can kommt rein für Kimmich. Okay, mit Moreno und Aguirre hat das nicht so geklappt. Da sind beide Noten weiter schlecht. Ich probiere mal mehr durch die Mitte zu kommen, indem ich Koke jetzt wirklich nach vorne ziehe. Auf vorgeschobener Spielmacher und angreifen. Und Asensio wird auch noch Angreifer. Man könnte auch noch rein theoretisch Moreno oder Aguirre dann noch auf Unterstützen packen, damit da wenigstens einer noch aushilft. Damit man den Ball weiter noch leichter nach vorne bringen kann. So von der Grundidee.
Auch wenn Gerard Moreno jetzt auch gerade extrem defensiv war. Deutschland ist aber in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Wir haben nur einen Schuss aufs Tor, einen Schuss selbst gebracht. Ich glaube, einer aufs Tor war es auch. In der zweiten Halbzeit. Brandschöner Pass auf Volland. Geile Ballmitnahme und super Tor. Richtig geil gespielt, leider. Auch die Passgenauigkeit ist nicht gut. Also in der zweiten Halbzeit hat Deutschland bisher viel, viel besser gemacht als wir. Volland ist ja der Vater und auch das Kind, die Mutter sowieso von diesem Tor. Saustark gemacht von Volland selbst eingeleitet mit dem Doppelpass mit Julian Brandt. Richtig stark. Okay, also es hilft nicht wirklich, wenn wir die Außenverteidiger auf Unterstützen packen, weil die trotzdem durchhängen. Das Mittelfeld, da braucht man Struktur, also offensiver sollte man das nicht machen. Ich würde mal kurz noch Carrillo reinbringen. Laufen aber trotzdem sehr weit nach vorne, ne? Egal, ob sie nur noch unterstützen oder angreifen sind. Die Außenverteidiger. Koke schafft es nicht wirklich gut zu spielen, auf vorgeschobener Spielmacher angreifen. Ah, Meret macht einen großen Fehler und leitet dadurch das 2-0 ein. Ah, das ist dann nicht schön, ne? So eine Fehler dürfen auch überhaupt nicht passieren, egal ob nun Test oder nicht. Also da ist Deutschland einfach kaltschnäuziger. Weiterhin nur ein Schuss mehr als in der. Oh, Carrillo. Schade. Als in der ersten Halbzeit. Also, gut, jetzt sind zwei Schüsse, die wir in der zweiten Halbzeit haben. Aber das ist schon richtig schlecht. Also in der Halbzeit, die Änderungen, die sollten wir nie wieder vollziehen. Es ist jetzt auch einfach zu viel auf einer Linie im Mittelfeld, weil Koke so weit nach vorne geht. Irgendwie macht Soler dann das gleiche, warum auch immer. Und Asensio geht gar nicht so weit vor, wie ich es mir gewünscht hätte. Wieder extrem schlecht verteidigt, dann gibt es sogar noch das 3-0. Also das mit den Außenverteidigern hat absolut gar nichts gebracht. Die sind komplett aufgeschmissen. Ja, Juric ist ganz easy da in der Lücke drin. Dann versucht Grimaldo gar nicht erst dran zu gehen. Der Innenverteidiger wird natürlich in der Mitte weggezogen und die beiden anderen wissen nicht wohin. Meret, mein bester Spieler mit der absolut schlechtesten Note heute. Okay, aber das war ein guter Test, weil jetzt haben wir ganz schön viele Fehler gesehen und daran können wir zum Glück arbeiten. Das war natürlich irre schlecht, also Jungs, kann man sich sowas von sparen. Ich bin halt mit der Box-to-Box-Position überhaupt nicht zufrieden bei Koke. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen, weil wenn der halt ein schlechtes Spiel hat, dann ist Soler auf der rechten Seite komplett blank und alleine. Was ist denn, wenn wir jetzt die beiden Außen-Innenverteidiger auf enger Decken packen? Wären die Lücken dann zu groß? Oder sollen wir das dem zentralen Typen alleinig überlassen? Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee, dass der dann halt den Stürmer deckt, weil ich denke mal, wir werden oft nur gegen einen Stürmer spielen. Das Pressing ist in Ordnung, die sollen nicht so weit nach vorne gehen. Und das hätten sie vielleicht in einer etwas freieren Rolle, aber er hat schon eine sehr freie Rolle. Also freier geht eigentlich gar nicht mehr, außer man packt ihn auf Angreifen. Schwer. Also man hat wirklich viel, viel Schlechtes gesehen.
Es hat mich ein bisschen schockiert, dass Meret, halt mein Lieblingsspieler in unserem Spanien-Team, leider komplett viel falsch gemacht hat und für 2 Tore im Prinzip verantwortlich war. Was könnte man da noch machen? Das 4-2-1 passt so. Dann hatte ich hier noch eine Kopie, aber die werden wir nicht benutzen. Ich werde hier, denke ich mal, ich kann ja mal kurz ein 4-4-2 machen, damit wir das schon mal haben. Die Grundordnung muss hier nur erstmal trainiert werden. Der Rest ist dann meistens easy. Ihr seht ja jetzt schon, dass die Vertrautheit relativ hoch ist. Und dabei sind auch so viele auf falschen Positionen. Das ist ein bisschen doof jetzt gewesen. Also 2 zu 0 wäre nicht so schlimm gewesen, aber dann doch noch so viele Fehler. Man muss sich echt überlegen, was man da jetzt am besten macht. Vielleicht sollte man in anderen Spielen, das hatten wir bei Marseille mal gemacht, die sehr wichtig halt sind, die Spiele logischerweise, dann den Zehner als Sechser hinpacken und logischerweise dann auch einen Sechser spielen lassen, damit wir da mehr Kontrolle im Mittelfeld haben und dann irgendwie versuchen, die Bälle nach vorne zu pumpen auf die beiden Stürmer, wo sich vielleicht einer mehr fallen lässt. Aber das kann ich jetzt gegen Mexiko nicht mehr austesten. Da müsste ich nochmal ein richtig krasses Team haben. Sowas wie, ja, keine Ahnung, Niederlande oder so, die scheinen ja sehr stark zu sein. Oder vielleicht Italien, die wir im Nations League Finale hatten. Wir stellen uns auf einen entspannten Euro-Start ein. Okay, das ist auch interessant, diese Aussage. Udogay ist wieder fit, der geht aber danach wieder weg. Den werden wir nicht fest verpflichten. Aber wir sollten vielleicht langsam mal an José Díaz denken, den ich eigentlich schon eingeplant habe. Dann sollten wir den mal fix, bevor wir jetzt wirklich auf die Euro gucken, nur mal da die Kaufoption ziehen, oder? Ich glaube, er ist immer noch der Beste, den wir bekommen könnten, auch für das Geld, ne? Kaufoption beträgt ja 11,5 Millionen. Dann machen wir das mal. Ganz fix. Weil er ist schon guter. 30.000 möchte er nur die Woche haben, das ist auch eigentlich relativ easy. Bis 28 geht auch. Oh, hier ein bisschen weniger vielleicht. Würdest du das schon annehmen? Nee. 29 geht auch locker klar. Ja, easy. Ganz easy. Absolut keine Probleme. Und dann haben wir gleich nach dem Mexiko-Spiel schon das erste Gruppenspiel mit Dänemark. Und wir werden jetzt erstmal für das Mexiko-Spiel alles rotieren. In der Fünferkette. So, De Gea geht, dafür kommt Sergio Rico rein. Wir nehmen dann gut, in der Innenverteidigung können wir nicht komplett rotieren. Gut, könnten wir rein theoretisch, wenn Saul dann halt spielt. Aber möchte ich nicht. Inigo geht nach links. Molinero nach rechts, in der Mitte bin ich mir noch nicht sicher. Links dann Gaia, rechts Sergi Roberto. Vorne nehmen wir dann Inaki und Carrillo. Carrillo Rechtsfuß, ne? Nur rechts, okay, alles klar. Auf der 10 dann Denis Suarez. Und in der Mitte nehmen wir links Merino und rechts Ceballos. Und dann können wir wirklich Saúl in der Mitte aufstellen. Den würde ich aber, glaube ich, lieber dann als Außenverteidiger nehmen. Und Inigo geht dann in die Mitte. So sieht doch gut aus. Haben wir einmal komplett rotiert. Und können nochmal die anderen Spieler testen. Gegen ein hoffentlich sehr giftiges, aber nicht unfaires Mexiko. Die auch Fünferkette spielen. Die spielen 5-3-2 mit Lozano vorne. Pineda ist auf der offensivsten Mittelfeldposition. Also sieht jedenfalls so aus. Alles klar, dann zeigt mal, was ihr könnt, Jungs. Und dieses Mal wirklich, ne? Bloß nicht wieder Fehler machen. Vielleicht kann sich ja auch einer der Innenverteidiger jetzt empfehlen.
und wird dann vielleicht im ersten Spiel gegen Dänemark spielen. Ich bin auch so eigentlich ausgelegt, wenn jetzt viel passt, dann werde ich auch nicht mehr allzu viel rotieren dann innerhalb des Turniers. Außer vielleicht im. Oh, cool. Außer vielleicht im. Oh, ist abseits oder. Ja. Außer vielleicht im letzten Gruppenspiel, wenn schon alles klar ist, dass wir weiter sind, dass wir da halt kurz mal schonen. Und wenn es halt klar ist, dass wir Gruppenerster sind, logischerweise. Man will ja nichts riskieren. Schöner Pass von Carrillo auf Iñaki. Schade. Also Carrillo, als er gerade schon reingekommen ist gegen Deutschland, sah er schon gut aus. Und jetzt macht er schon wieder interessante Szenen. Wenn er das jetzt noch ein paar Mal macht, dann ist er, glaube ich, schon mal gesetzt für das Dänemark-Spiel. Nehmen vielleicht Aguirre. Mal gucken. Das ist ein sehr schöner Pass und kein Abseits. Doch. Hat ein bisschen spät die Fahne gehoben, der Assistent. Aber gleich zum Anfang ist sehr viele Szenen. Leider auch bei Spanien die Einwürfe direkt zum Gegner. Keine Ahnung, warum das immer noch im Spiel ist. Oh, Molinero mit einem Riesenfehler direkt zum Gegner. Also innerhalb des Turnieres wird das eigentlich sofort bestraft. Jetzt steht er wieder sehr weit vorne. Saul macht den Fehler, aber ich glaube, Lozano was kann das nicht ausnutzen. Wobei auf der rechten Seite Cisneros ist, der jetzt auch ausgewechselt werden muss. Magania kommt rein. Gaia hat auch einen Schlag abbekommen. Rippenprellung. Rippenprellung sollte nicht so tragisch sein. Ich werde ihn aber, glaube ich, in der Pause auswechseln. So, Lozano. Man könnte ein bisschen energischer rangehen. Oh, abgeblockter Schuss. Pizarro! Das hätte ein geiles Tor werden können. In unserer Einstellung. Wie sieht denn da die Deckung aus bei Merino? Sehr gut. Und bei Ceballos auch. Also die könnten ruhig ein bisschen mehr machen für ihr Geld, sozusagen. Magania übrigens in der 9. Minute reingekommen und sofort danach gelb bekommen eigentlich. Ich glaube keine 5 Minuten später. Espada sah auch mit gelb. Und Gaia, der sieht gut aus. Saul, schade. Immerhin ist die Passgenauigkeit dieses Mal besser. Wir könnten mehr in die Zweikämpfe gehen. Also Ballbesitz ist zwar auf 60%. Aber ich glaube, dass wir schon vielen Zweikämpfen aktuell noch aus dem Weg gehen und so eine Lücken sollten wir da gar nicht lassen. 0 zu 1. Die Defensive, die macht sehr viele Sorgen. Drei Innenverteidiger reichen nicht, um einen einzigen Spieler aufzuhalten. Das war richtig schlecht gemacht. Größtenteils von Saul, aber auch von Gaia, weil er extra so hingelaufen ist, damit das komplette Abseits aufgehoben wird. Wäre Gaia nicht da gewesen, sondern viel weiter vorne, wäre es nämlich Abseits gewesen und wir hätten kein Gegentor bekommen. So war es leider sein Fehler auch. Ich meine, Saul kann ich das noch so ein bisschen vergeben, weil er auf dieser Position wohl nicht bei der Euro spielen wird. Aber hinten auch Molinero schon wieder sehr schlecht. Wir sind auch nicht wirklich kaltschnäuzig vorne, denn Suárez ist auch schlecht. Also man sollte sich vielleicht doch Sorgen machen um die Euro, und zwar große. Die beiden Generalproben scheinen aktuell sehr schief zu laufen. Und ich möchte jetzt auch nicht das Argument nehmen von wegen Turniermannschaft. Das ist nämlich Bullshit. Saul geht auf die linke Außenverteidigerseite. Und Nacho kommt rein. Inigo geht auf links. Und Dennis Suárez packe ich mal auf Angreifen. Und Iñaki Williams dafür als kompletter Stürmer unterstützen. Zu 4 Schüsse. 4 von diesen 13 Schüssen bei uns nur aufs Tor gegangen. Bei Mexiko einer und der war dann drin. Ballbesitz weiterhin bei uns, 62% aktuell. 7 zu 9 Fouls.
Noch Carrillo hat einen Schlag abbekommen, Leistenverhärtung, den werde ich aber instant auswechseln. Bring dann Aguirre rein. zu 4 Schüsse mittlerweile. Gehen mal auf Angreifen. Noch 20 Minuten, 18 Schüsse und nur 6 davon aufs Tor. Hui. Also nur jeder dritte Schuss aufs Tor ist schon krass schwach. Das war jetzt mal ein bisschen besser. Aguirre. Iñaki läuft nicht durch. Jetzt erst. Aber jetzt hat er einen Kackwinkel dadurch. Und schiebt den Ball dann in die Hände von Zamora. zu 5. Iñaki schlecht. Beweist sich aktuell nicht wirklich als Qualitätsspieler vorne im Sturmzentrum. Oh, man muss halt nur meckern, dann macht er wenigstens ansatzweise was Gutes. Aber so leider mit einem schlechten Abschluss. Weiterhin kein Tor. 21:5 Schüsse, 0:1. Unsere Stürmer haben keine Form und unsere Verteidiger haben keine Form. Das ist eine richtig schlechte Kombination. Iñaki geht, Moreno kommt, Molinero geht, Mire kommt. Fünf Minuten noch, schlagen wir nochmal alles nach vorne. Drei Minuten Nachspielzeit, 27 Schüsse mittlerweile. Ceballos sehr gemächlich. Dennis Suarez. Der sieht besser aus. Mire über das Tor. 28 Schüsse. Und davon nur 9 aufs Tor. 3 klare Torchancen. 0 Tore. Aguirre nochmal in die Mitte. Schlechter Ball. Und nochmal eine Konterchance für Mexiko. Ja, Lozano. Ich glaube, das war wieder kein Abseits-Nacho. Aber. Ach, okay, war Abseits. War aber trotzdem stark gemacht von Nacho. 84:64% Passgenauigkeit. 83:68% Tacklings. Beziehungsweise gewonnene Zweikämpfe. Das ist schon eine harte Statistik, ne? Ein Schuss aufs Tor von Mexiko. Ein Tor. Kommt aber an. Gibt es vielleicht doch noch den Ausgleich? Nee. Von 28 Schüssen, die wir abgefeuert haben, kamen nur 9 aufs Tor und keiner davon ging rein. Das ist richtig schlechte Qualität leider. Jungs, das war nicht gut genug. Das war extrem schlecht. Oh Mann. Das ist ein bisschen kacke. Was kann man denn sagen den Jungs? Jeder weiß, dass wir es schaffen können, das Turnier zu gewinnen. Es liegt an uns, das zu bestätigen. Ja, wenn wir konzentriert bleiben und alles geben, dann werden wir den Pokal in unseren Händen halten. Ja, ich sag's mal. Ja, genau die Reaktion wollte ich. Wir können unsere Namen hier in den... Dafür solltet ihr vielleicht mal gut spielen. Also Inigo hat mir gefallen. Der wird wohl drin bleiben in der Zentrale. Links werde ich Valinho reinnehmen, rechts Mire. Roberto bleibt. Gaia fällt für 2 Tage nur aus. Ceballos packe ich mal rein, nehme Soler für das erste Spiel, weil ich das so mal sehen möchte. Dennis Suarez bleibt, vorne Carrillo und Aguirre. So wird wohl die erste Aufstellung bei uns aussehen. Muss das hier mal ein bisschen ordnen. Das sieht schrecklich aus, so ungeordnet wie es ist. Grimaldo, ne, so rum. Iñaki noch hierhin. Odriozola dahin, Asensio dahin. Und dann sollte das gut ausschauen. Ja, Test ist Test, ne? Also man sollte es auch nicht überbewerten, aber
Hauptsache, die Jungs schaffen es jetzt langsam mal, die ganzen Schüsse ins Tor reinzubringen. Das zieht sich aber auch leider schon wieder durch bei Spanien. Das haben wir schon Ewigkeiten, dass wir wirklich sau oft viel Ballbesitz haben. Die ganzen anderen Statistiken sind alle für uns. Aber die Tore, die passen dann halt nicht, weil wir es halt nicht hinkriegen. Das ist halt Kacke. Immer noch nichts Neues von Real Madrid, außer ich habe es übersehen, aber ich glaube, das hätte ich nicht übersehen. Die wollen uns anscheinend nicht. Was schade ist. Ah, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Euro. Barça B ist abgestiegen. RIP. Rücknummern. Yay. Was machen wir denn da Schönes? Wir können ja eh nur von 1 bis 23 vergeben. Machen wir alles mal weg. Wir geben De Gea die hoch 1. Molinero die 4, wenn er sich die... Nee, Mede wünscht sich die 4 und der ist besser. Inigo kriegt die 6. Boah. Ja. Keeper. Ich vergib die 23 echt ungern, ne, weil das ist halt meine Nummer. Da muss der Spieler schon richtig gut sein. Und das ist er meistens dann leider nicht. So, Serie kriegt die 22. Nacho, Innenverteidiger, kriegt die 3. Grimaldo, Außenverteidiger, kriegt die 12. Molinero kriegt die 14. Vorne, wer kriegt die 9? Aguirre kriegt die 9. Der hat sich die vielleicht verdient. Asensio kriegt die 10. Dennis Suarez die 7. Iñaki die 11. Carrillo kriegt die 16. Moreno kriegt die 18. Ceballos kriegt die 8. Saul kriegt die 15. Die 17 geht an Gaia. Soler kriegt die 23. Und dann Merino die 20. 21 geht an Koke und die 19 geht an Rico. Weil die, ich finde die 19 ist unästhetisch, aber gut, das ist meine Meinung. Das ist, glaube ich, allen anderen wurscht. Dänemark. Ein paar Tage nur noch. Diaz bestätigt seinen Wechsel zu uns nach seiner Leihe. Gab's wirklich nichts bei Real Madrid? Das dauert so lange schon wieder. Okay, Real Madrid. Nee, die letzte Nachricht ist vom 25. Mai. Also schon fast einen Monat her, dass man mich als Favoriten betrachtet. Es kann natürlich noch viel Heckmeck kommen. Weil wir werden diese Lawine auch auslösen in Sachen Trainerkarussell, wenn wir bei Spanien unseren Job kündigen. Da kannst du nochmal einen zweiten Schub geben. Aber mal gucken. Ich muss auch nicht unbedingt wechseln, ne? Also, das ist kein Muss, was ich mir auferlegt habe. Die Mata ist auch jetzt Transferziel von Tottenham. Finde ich nicht so nice. Aber die können eh nicht genug bieten, dass ich da schwach werden würde bei Bon Giovanni. Bei Di Mata vielleicht, also so 100 Millionen schon. Dann könnte ich mir nämlich Juric holen als Ersatz. Und wäre gleich besser. Und so ein Spielertausch, Di Mata, Juric wäre halt perfekt. Schöner wäre aber halt ein Spielertausch Vlahovic und Juric. Den würde ich dann mögen. Der wäre super. Wir starten ja gegen Dänemark und gegen Rumänien. Also eigentlich sollten schon zwei Siege drin sein. Schiri kommt aus Schottland. Wir spielen um 15 Uhr im Artemio Franchi. Wo auch immer. Wer spielt in Artemio Franchi? Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Artemio Franchi. Okay, es gibt zwei davon schon mal. Und. Ach, Fiorentina. Dankeschön. Ach, ja, gut. Ein ehemaliger Spanienspieler. Nennt ihn doch einfach.
21 Grad hat's und Gaia ist optimistisch. Wir auch? Ich weiß es nicht. Longoni hat sich leider verletzt, aber nur 1 bis 3 Tage, das ist nicht so tragisch. Tschechien gegen Niederlande eröffnet die Euro 2024. Und Irak hat 5-1 gegen Afghanistan gewonnen, falls es euch interessiert. Niederlande 4-2. Buitink, Doppelpack. Damit gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt, was Niederlande hier möchte, ne? Nachdem sie ja, ich glaube, im Finale sogar gegen Kroatien standen. Aber nicht sicher. Wie sieht's denn bei Dänemark aus? Also, ihre Vorbereitung auf diese Euro war Niederlande 1-0-Sieg. Oh, das ist. Ach so, ja, das ist richtig stark. Ich war gerade kurz verwundert wegen Dolberg, aber ist natürlich Däne, spielt nur in Niederlande. Und 3-1 gegen Neuseeland. Wie haben sie gegen die Niederlande gespielt? Da haben sie ein 4-2-3-1 gespielt, während die Niederlande ein 4-3-3 gespielt hat. Okay. Viel gewechselt auch. Niederlande hatte deutlich mehr Schüsse, aber gleich viel aufs Tor. Sehr viel in der Mitte bei Dänemark. Und gegen Neuseeland war es auch ein. Nee, Quatsch. Es waren 4-4-2 bei Neuseeland, oder es waren 4-2-3. Nee, 4-2-2 bei Dänemark. Auch hier wieder viel gewechselt. Dann zeigt man die Analyse. 17 zu 6 Schüsse, 9 zu 3 aufs Tor. Etwas mehr Ballbesitz, also viel Ballbesitz wollen sie nicht haben. Auch hier wieder sehr, sehr zentral, aber auch relativ breit gefächert. Das ist interessant, weil wir ja auf der Position jetzt gerade in den letzten beiden Spielen ein bisschen Probleme hatten, dass die Verteidiger zu weit weg standen von den Mittelfeldspielern. Und Bosnien ist pünktlich zur Euro der EU beigetreten. Können also jetzt bosnische Spieler holen, ohne dass die bei uns als Nicht-EU-Ausländer gelten. Polen gegen England spielt 1 Stunde vor uns und gewinnt. England gewinnt mit 2 zu 0 Rashford und Harry Kane. Und wir werden jetzt beginnen. Rumänien und Bosnien spielen am Abend. Und wir sind anscheinend an Jovic interessiert, das wäre aber neu für mich. Laut unserem Scout wird Dänemark 4-2-1 spielen. Es gab ein Spiel gegen Dänemark, das hat Dänemark gewonnen. Die haben 2 Siege geholt in den letzten Spielen. Wir haben 2 Niederlagen zuletzt gehabt. AGH Reide ist Trainer. Und wir werden versuchen, hier gleich einen guten Start zu haben. So, aufgestellt haben wir eben. Ich glaube, das kann auch so bleiben. Größtenteils würde ich auch sagen, es kann wirklich so bleiben. Macht's halt hier ein bisschen Sorge, ne? Wenn jetzt Dänemark hier wirklich den stärksten Bereich hat, dass wir dann vielleicht Probleme bekommen könnten. Anders als wenn wir jetzt hier noch einen Sechser hinpacken würden. Aber ich glaube, Suárez ist da vorne am besten aufgehoben. Jetzt habe ich die Scheißposition gewechselt. Und ich hoffe, die Spielereinstellungen nicht. Aber so viel kannst du da gar nicht ändern, eigentlich beim vorgeschobenen Spielmacher auf unterstützen. Ich habe es auch wirklich geändert. Ich, Gott, wirklich. Okay, also Abenteuer Euro beginnt für uns gegen Dänemark. Und ich hoffe positiv. Es ist wirklich ein 4 zu 1. Delaney und Højbjerg auf der Doppel-6. Eriksen vorne, Dolberg auf links. Sisto auf rechts, Christensen ist hinten in der Verteidigung. Renault ist in der im Tor. Dormisi noch auf der Bank. Vestergaard ist auf der Bank. Und Paulsen auch. Jungs, jetzt geht's los, ne? Ich erwarte wirklich nichts anderes als einen Sieg. Und hab Vertrauen in euch. Ich würde mir wünschen, dass wir auf Dolberg aufpassen, weil ich ihn am stärksten einschätze, neben Eriksen, den wir anders als Dolberg dann auch noch ins Pressing nehmen. Auf geht's.
Im schönen Florenz soll es gut für uns laufen. Und der Auftakt zu dieser Euro soll gelingen. Meine größte Hoffnung ist es halt, dass das Feuer einfach nur zustande kam, also diese schlechten Ergebnisse gegen Mexiko und Deutschland, weil man unkonzentriert war, weil man jetzt sich den Fokus aufgespart hat für dieses Spiel gegen Dänemark, aber Dänemark startet gleich mal mit 4 Schüssen und einen aufs Tor, aber wir haben davon noch nichts gesehen, also so gut war das nicht. Man sollte nicht immer zu viel hinein interpretieren, damit wir uns da nicht gleich einscheißen. Dolberg hat einen Schlag abbekommen. Früh. Oh, richtig geile Freistoßposition. Super abgelegt auf Pedersen. Nochmal auf Heuberg und geile Parade von De Gea. De Gea, super Typ. 77% Pässe nur bei uns. Das ist richtig schlecht. Ich werde das jetzt mal wirklich probieren. Und eins nach hinten gehen. Dieses Mal ist es aber Ceballos, der dann auf zurückgezogener Spielmacher verteidigen geht. Dennis Suarez kann ruhig ein bisschen vorne hingehen dann, damit wir dann mehr Druck auf die Stärke von Dänemark, was jetzt anscheinend... Oh, Jungs, diese Dreier-Offensiver-Kette ist, dass wir da mehr Druck aufbekommen. Weil wenn jetzt Dolberg, Sisto und Eriksen noch mehr Freiräume bekommen und dann noch mehr machen dürfen, dann endet das irgendwann im Tor. Das will ja keiner. Dänemark ist leider besser und es zeigt sich, die Vorbereitung, die hat leider nicht gelungen. Schlechter Abschlag von De Gea. Aber der Ball landet zum Glück bei Meret, der leider auch schon gelb hat. Die Jungs sollten ein bisschen vorsichtig sein. Hier geht das schnell mit den Sperren. Suarez, gute Ballmitnahme, schöner Ball in die Mitte. Carrillo kann durchstecken. Ah, braucht zu lange. Aguirre kriegt den Ball trotzdem. Aguirre an den Pfosten. Ach. Die Spiele zählen eigentlich nicht mehr zu der Strichliste zu, aber es wäre Nummer 27. Ah, Soler spielt nicht gut. Dabei muss er. Läuft bisher nicht. 0-0 zur Halbzeitpause. Dänemark die bessere Mannschaft. Was kann man da großartig noch ändern? Soler muss besser spielen eigentlich. Carrillo wird mal etwas zurückgehen auf Unterstützen. Wir werden disziplinierter spielen und werden die Flanken früher schlagen. Ja, man muss aufpassen, ne? Der Geier mit seiner gelben Karte. Bei den einzigen gelben Karten, die es bisher im Spiel gab, gab es auch für uns. Mit Meret und mit Gaia. Soler, 6,6. Paulsen kommt für Dolberg rein, da werden wir nichts machen. Pedersen, langer Einwurf. Jungs! Oh mein Gott. Oh mein Gott, so ein Gegentor zu kassieren. Bei der Euro. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bitte schnelle Antwort. Soleas Ecke. Nicht gut. Nigo legt ab. Ceballos! Und Valinho. Oh, es war leider abseits. Schon wieder Alu. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Durch so ein Gegentor, das... Boah, nee. Please not. Wir stellen mal um. Fuck. Gaia wird gehen. Sturm wird wohl erstmal so bleiben. Bis auf kompletter Stürmer, nicht hängende Spitze. Ceballos
bleibt auch. Wir machen das so, dass einfach nur auf der rechten Seite Inyaki reinkommt. Und wir auf Angreifen gehen. Eieiei. Ist durch so ein Gegentor, ne? Ich meine, wir spielen ja so oder so nicht gut gerade. Aber, boah, please nicht. Aber wir können eigentlich den Ball schon nach vorne hauen. Das ist schon eigentlich die Zeit dafür, leider. Wird der Auftakt echt schief gehen. Durch so ein Gegentor. Eriksen. Scheitert an Ceballos. Oh, unfassbar schlecht. Den Ball an Sisto hergeschenkt. Der jetzt da viel, 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 viel Platz hat. Sisto allein auf rechts. Muss den Ball nur in die Mitte legen. Und dann ist es die Latte. Dann ist es die Latte, die uns gerade noch so vor der Niederlage erstmal bewahrt. Aguirre muss raus. Der macht ein extrem beschissenes Spiel. Und Grimaldo kommt für Inigo. Den hatte ich eigentlich nur kurz drin gelassen, damit wir nicht gleich alles wechseln müssen. Oh Jungs, ey, das kann nicht wahr sein. Nicht so ein Gegentor. Ich fasse es einfach nicht, dass wir jetzt gerade schon wieder so einen Mist machen. Ich fasse es gerade wirklich nicht. Oh Jungs, bitte tut mir das nicht an. Bitte tut mir das nicht an. Ah, sie tun es mir an. Durch so ein Gegentor. Aber wir haben es auch nicht verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? 9 Schüsse, 2 aufs Tor nur. Unfassbar. Wir verlieren echt den Auftakt der Euro. Durch ein Einwurftor. Und mit einer unfassbar schlechten Passgenauigkeit. Alter Schwede. Alter Schwede. Holy shit. Das macht jetzt extrem Sorgen. Wie scheiße seid ihr, Jungs? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was für ein Gegentor. Unfassbar. Durch dieses Tor hier verlieren wir unser Auftaktspiel. Ball kommt reingehoppelt. Dann ist es halt... Ach, ich konnte gerade nicht Pause drücken. Aber es war, glaube ich... Inigo, wirklich, oder? Sag mal nochmal, kann ich hier nicht Pause drücken, please? Es ist die Nummer 6. Wir hatten immer die 6 gerade bekommen. Das war doch sogar Inigo, oder? Nummer 6 müsste Inigo sein. Ja, es war Inigo, der den Riesenfehler gemacht hat, weil er Dreher dadurch halt komplett behindert hat. Unfassbar. Wir haben echt das Auftaktspiel gegen Dänemark verloren. Und zwar verdient. Boah. Holy shit. Ja, wir müssen wirklich schnell lernen, mal Fußball zu spielen. Das ist ja so schlecht gewesen. Boah, ey, eben haben wir wenigstens die Chancen herausgespielt, aber jetzt gerade schon wieder gar nichts. Was ist denn das auf einmal für eine Mannschaft? Vorher hat's doch auch geklappt, wir haben die fucking Nations League gewonnen. Boah, und das ist halt nicht unverdient. Unfassbar. Oh, eieiei. Das ist ein extrem herber Rückschlag. 3 Niederlagen in einer Folge. Und das halt mit dieser Mannschaft. Ach, bei uns geht's beim nächsten Mal nach Bari. Gegen Rumänien und dann gegen Bosnien nach Messina. Eieiei. Nächste Folge könnte noch schlimmer werden als heute. Ich hoffe nicht. Aber wir müssen uns voll vorsehen. Oh Mann. Oh fucking Mann. Wir nehmen mal noch kurz das Ergebnis von Bosnien und Rumänien mit. Die am Abend um 20 Uhr spielen. 1-1. Für uns noch eine kleine Hoffnung, dass wir da nicht direkt wegrutschen. Aber wir beenden den ersten Spieltag der Euro wirklich auf dem letzten Tabellenplatz in Gruppe B.
Durch so ein dummes Gegentor. Holy shit. Holy fucking shit. Was war da los? Nächste Folge muss deutlich besser werden, ne? Ansonsten wird's ganz schön schnell vorbei sein, unser Spanien-Abenteuer, was so lange eigentlich schon ging, mit dem Ziel, dass wir in der Euro gut sind und dann sowas. Boah. Okay, wir hoffen einfach mal, dass es in der nächsten Folge besser läuft. Also bis dahin. Tschüss.